What training regimen does Father have in store for me today? All right, Majesty. Let's see what you can do. Nur mal gleich von vornherein. Bei Dishonored 2 solltet ihr das Tutorial wirklich machen. Denn wer andere Ego-Shooter oder sowas spielt, wird ganz schön Probleme haben, weil die Tastenbelegung, zumindest auf dem PC, doch sehr anders ist. Also, Tutorial unbedingt machen. Die meisten von euch wissen es sowieso, aber ich wiederhole es einfach nochmal für die, die es nicht wissen. Dishonored ist der Nachfolger des erfolgreichen ersten Teils. Eine Mischung aus Stealth-Action, Rollenspiel, mit Rätseln, kniffligen Aufgaben. Und dazu ist es noch ein Ego-Shooter, beziehungsweise wird das einfach in der Ego-Perspektive gespielt. Zunächst gab es noch ein paar Tage lang technische Probleme, über die die Community sich auch aufgeregt hat und deswegen habe ich das Review noch nicht gemacht. Aber dank eines Patches läuft das Spiel jetzt endlich sehr gut rund. Also ist es jetzt endlich Zeit, sich das Gesamtpaket mal anzuschauen. Dishonored 2 ist ziemlich umfangreich und das ist noch ziemlich gelinde gesagt untertrieben. So viele Optionen, euren eigenen Spielstil zu finden, gab es wirklich lange nicht mehr in irgendeinem Game. Ihr könnt genauso spielen, wie ihr wollt und wie es zu euch passt. Ihr könnt zum Beispiel das ganze Spiel lösen, ohne auch nur einen gegnerischen Charakter zu töten. Zusätzlich gibt es viele Features, die ihr an euren Stil anpasst. Da sind zum Beispiel die Bone Charms, die so ein bisschen wie die Perks in Call of Duty sind. Das sind eher so ein bisschen kleinere Upgrades, die bestimmte Aspekte eures Charakters verbessern. Eure Hauptskills verbessert ihr durch Runen, die ihr mittels eines Herzens, das ist wie ein Sensor fungiert, finden könnt. So wählt ihr nach und nach genau zu der Kampfmaschine, die ihr sein wollt, beziehungsweise genau zu dem Schleicher, der ihr sein wollt. So geht es dann in der Rolle der geschassten Kaiserin Emily oder in der Rolle ihres Vaters durch die Welt und die Intrigen von Dishonored 2. Zwar folgen beide Sichtweisen der gleichen Grundstory, aber an manchen Stellen gibt es natürlich unterschiedliche Segmente. Den Prolog habe ich euch ja schon mal im Let's Play gezeigt. Den Link findet ihr oben in der Infokarte, die ich verlinkt habe. Im Prolog wählt ihr auch aus, ob ihr als Emily oder als ihr Vater die Geschichte spielen wollt. Wichtig übrigens, ihr habt oft die Chance, optionale Quests und Aufgaben zu erfüllen. Diese geben euch, wenn ihr sie dann erfüllt, noch andere Wege an euer Ziel zu gelangen. Das ist so ein bisschen der Rollenspiel-Aspekt von Dishonored 2. In diesem Fall tue ich jemandem einen Gefallen. Dafür schaltet ein anderer Protagonist den Strom auf den Gleisen aus und ich kann so weiterkommen, ohne mich um Lichtwände kümmern zu müssen, aber dazu gleich mehr. Optionale Aufgaben werden dann mit einem Zielmarker gezeigt, der so ein bisschen gestrichelt ist und nicht durchgezogen, wie es die Hauptquestline verlangt. Um euch das Leben einfacher zu machen, solltet ihr auf jeden Fall immer gucken, dass ihr diese Sidequests und Aufgaben erfüllt, denn in ganz vielen Fällen hilft das, nicht nur Zeit, sondern auch Stress zu sparen. Die Welt von Dishonored ist insgesamt in Gebiete aufgeteilt, die entweder neutral oder feindlich sind. Neutrale Bereiche sind so ein bisschen euer Rückzugsort, allerdings eben nur so lange, bis ihr einen Fehler macht und euch mit einem Bewohner anlegt. Das musste ich ein paar Mal sehr, sehr schmerzlich erfahren. Dann ist nämlich das vorher noch neutrale Gebiet auf der Jagd komplett nach euch, und zwar fast jeder. In feindlichen Gebieten wimmelt es von Wachen und ihr müsst euch entscheiden, ob ihr Stealth oder brutale rohe Gewalt nutzt. Doch Vorsicht, selten sind es nur ein oder zwei Wachen, der Nachschub ist nicht so weit und macht es euch nicht einfach, das Ganze zu überleben. Dishonored ist eben kein Ego-Shooter wie zum Beispiel Doom oder sowas. Und um das Ganze noch ein bisschen spannender und schwieriger für euch zu machen, gibt es die sogenannten Lichtwände. Diese Lichtwände trennen Gebiete voneinander und bedeuten sofortigen Tod. Da kommt ihr nicht mal durch die Kraft dieses Teleportierens, dieses Skills durch. Ihr müsst also entweder die Generatoren suchen, die die Lichtwand mit Power versorgt, und dann schaltet ihr die aus, oder Lichtwände umgehen, indem ihr eben einen anderen Weg findet und durch Häuser geht, über Dächer oder eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, durch Sidequests andere Möglichkeiten erhaltet, dran vorbeizukommen. Hier tue ich genau das. Ich suche mir erst einen anderen Weg durch ein anderes Haus, finde dann den Generator, um ihn dann auszuschalten. Aber das ist nicht immer so einfach, wie es in diesem Fall war. Und ich würde an eurer Stelle sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Das gilt natürlich für alle Sachen in Dishonored 2. Es ist eben kein einfacher, schneller Shooter.
Sind die Lichtwände ausgeschaltet, gibt es immer noch genügend Wachen in den feindlichen Gebieten. Also man kann sich da nicht auf die faule Haut legen. Entweder fangt ihr dann an und umgeht alles, was mit Kampf zu tun hat, oder ihr macht es so wie ich und fangt an, sich mit jedem wirklich anzulegen. Wenn ihr es so wie ich macht, solltet ihr wirklich vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wie oft ich verreckt bin, deswegen, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, dass da ja irgendwo noch mehr Wachen sind. Und die schießen auch. Die kommen nicht nur mit einem Schwert auf euch zu, sondern die schießen und haben auch Fähigkeiten. Und da wird der Schwierigkeitsgrad gleich sehr viel höher. Die Grafik hat bei mir einen zwiegeteilten Eindruck hinterlassen. Also ich persönlich mag den Stil von Dishonored 2, der comic-eske Stil und die Darstellung der oftmals ultra brutalen Kills passt echt super ins Setting. Aber die Animationen der Charaktere, wie sie gehen, wie sie kämpfen und wie sie fallen und so, die sind echt hakelig und wirken irgendwie altbacken und nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Also ich kann mir das an anderen Spielen angucken und da kann man mit heutigen aktuellen technischen Mitteln auf jeden Fall was Besseres und Dynamischeres draus machen. Ich hatte es ja schon mal angesprochen, aber ich möchte es auch nochmal eingehen. Die Art, wie auf dem PC das Keyboard belegt ist, ist für Spieler, die sonst andere Ego-Shooter oder sowas spielen, doch sehr ungewohnt. Deswegen solltet ihr euch zuerst erstmal das Layout ganz genau einprägen. Zum Beispiel Control, was normalerweise Ducken ist, ist hier Abwehren mit dem Schwert. R, was in vielen Spielen das Reloading ist, benutzt Elixiere. Das Einzige, was sonst genauso ist, ist wie Waffenwahl mit 1 bis 0, aber dennoch Crouch und sowas alles, Stealth-Modus ist C, Springen ist Gott sei Dank Space, aber insgesamt angucken, sonst habt ihr gleich am Anfang Probleme mit den ersten Kämpfen. Also, fassen wir mal zusammen, welchen Endeindruck Dishonored bei mir zumindest hinterlassen hat. Das Spiel ist schon die perfekte Symbiose verschiedenster Genres. Bekannte und beliebte Features des ersten Teils wurden übernommen und noch besser gemacht. Gar keine Frage. Dishonored 2 ist zwar ein reines Einzelspielerabenteuer, also es gibt keinen Multiplayer oder sowas, aber bietet wirklich unendlich viele Möglichkeiten, das Abenteuer nochmal neu zu erleben. Die Sicht zweier Protagonisten, also Emily und ihres Vaters, die Wahl, ob man diese Superkräfte nutzt oder nicht, ob man tötet oder nicht, ob man nur Stealth nutzt und so, all das ist halt genau so, wie ihr euch das vorstellt. Also es ist halt individuell von der Spielerfahrung und die Upgrades von Skills und die Möglichkeiten, die ihr sonst so habt, das ist wirklich alles sehr, sehr gut durchdacht und sorgt für viel Wiederspielwert. Der einzige Wermutstropfen, ich hab's schon mal gesagt, ist für mich die Grafik, die an so vielen Stellen und besonders bei den Animationen etwas altbacken und outdated ist. Dabei ist es doch so, Steampunk, den wir auch aus dem ersten Teil kennen grafisch, diese comic-eske Grafik ist echt gut und die Atmo wird echt gut rübergebracht. Ein bisschen mehr Sorgfalt wäre einfach gut gewesen da und ein bisschen schnellere und neuere Technik. Also, halten wir jetzt mal endgültig fest, Dishonored 2 bietet stundenlangen Spaß. Ihr könnt so spielen, wie ihr es wollt, Story ist super gelungen und im Endeffekt müsst ihr selber entscheiden, ob die Grafik das Richtige für euch ist. Zusammenfassend gibt es von mir eine klare Spielempfehlung. Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Anschauen und wie immer gilt, lasst ein Like oder einen Kommentar da und vergesst nicht zu abonnieren. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit vielen, vielen spannenden Themen. Also abonnieren, liken, kommentieren und Dishonored 2 spielen. Bis dann erstmal.